Er war ein kritischer, sehr aufmerksam beobachtender Mensch. Er war Publizist, er war einer der wichtigsten Literaten dieses Landes und er war unerschrocken. Eigentlich in der Schule. Wir haben in der Oberschule als erstes Kreuzfahrer von heute gelesen. Das ist sein berühmtes, erstes großes Antikriegsbuch. Und das hat uns sehr imponiert und von da an war mein Interesse schon geweckt. Außerdem hatten meine Eltern ab und an mal erwähnt, dass da jemand ist, der in der Berliner Zeitung ganz interessante Kolumnen schreibt. Das war nämlich Stefan Heim, der, nachdem er 1952 in die DDR gekommen ist, bei der Berliner Zeitung zusammen mit dem Pastor Kleinschmidt eine Kolumne hatte, offen gesagt, indem er also schon sehr kritisch anmerkte, was so im Alltag passierte. Und ja, das habe ich mitbekommen, aber noch nicht als Schülerin so exakt mitvollzogen. Aber Kreuzfahrer von heute war ein ganz wichtiges Anfangsbuch. Ich persönlich habe ihn kennengelernt bei gemeinsamen Freunden, als sehr lockeren, heiter erzählenden Menschen. Zum Beispiel wunderbare Anekdoten immer auf Lager hatte sozusagen. Eine davon, die er auch dann beschrieben hat, war, wie eben in Israel während eines Vortrages im Hotel sitzend seine Papiere geklaut wurden. Das heißt, die Tasche, wo sich seine sämtlichen Dokumente befanden, so durch einen Stock durchs Fenster nach außen gezogen wurden. Das erzählte er sehr anschaulich. Und das Schlimmste daran war, dass in diesen Papieren sein Kapitänspatent war. Er war nämlich leidenschaftlicher Bootsfahrer. Er hatte ja auch ein Boot in Grünau und fuhr dann immer damit. Und man hatte ihm sein Kapitänspatent gestohlen. Also solche Geschichten erzählte er gerne. Und ich habe ihn dann später, als ich das Literaturforum im Brechthaus übernahm, öfter zu Lesungen gebeten. Und hinterher gab es immer so einen Brauch, das Literaturforum hatte früher den Brechtkeller, wo man hinterher noch einen Absacker trinken konnte. Und das tat er dann auch sehr gerne zur Erholung. Es war mir wichtig, diesen Menschen zu würdigen in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser schnell vergesslichen Zeit, diesen Menschen zu würdigen als Menschen, als Literaten, als Sozialisten, als jemanden, der sich immer eingemischt hat, der immer präsent war, der sich geäußert hat zu den Dingen um ihn herum und der ein Mensch war, der viele Freundschaften geknüpft hat. Also man konnte, wenn man bei ihm war, also wichtige Persönlichkeiten aus Politik und Literatur treffen. Und er war immer interessiert an anderen Meinungen auch und an Austausch mit anderen. Und so war es nicht schwer, Leute zu bitten, zu seinem Geburtstag Erinnerungen noch einmal aufzurufen. Und das Buch enthält wirklich also eine sehr repräsentative Auswahl an Schriftstellern, an Journalisten, an Politikern, die sich über diesen großartigen Mann äußern. Im Fokus steht, dass man sich seiner erinnert und dass man seine Bücher liest. Und man wird sie heute neu lesen. Das ist ja das Gute bei guter Literatur, dass sie nicht gebunden sind an das Datum ihrer Entstehung, sondern die Menschen, die lesen, haben eigene neue Erfahrungen und werden diese Erfahrungen mit in den Lesevorgang einbringen. Und Heims Bücher sind so geschrieben, dass sie Gültigkeit behalten, wenn sie Schicksale von Menschen beschreiben, Verhaltensweisen von Menschen, Zwänge, mit denen Menschen zurechtkommen,
thematisieren, welche Möglichkeiten Einzelne haben gegenüber der Gesellschaft, sich zu realisieren, sich zu verwirklichen und welche Barrieren es gibt für Menschen, sich zu entwickeln, ein lebenswertes Leben zu haben.